Ja, dann möchte ich Sie sehr herzlich begrüßen zur Eröffnungsveranstaltung unseres Transkribatons Faithful Transcriptions. Wir sind bereits Anfang der Woche in die praktische Arbeit gestartet und es ist mir aber jetzt eine besondere Freude, dass unser Projekt heute auch offiziell mit dem Keynote-Vortrag von Frau Rapp und Frau Borek eröffnet wird. Bevor das aber stattfindet, möchte ich noch ganz kurz im Namen des Organisationsteams ein paar Worte einfach zu dem Projekt an sich sagen. Man kann sich ja vielleicht fragen, wie es überhaupt dazu kommt, dass wir jetzt gemeinsam mit über 80 Teilnehmenden diesen Transkribaton durchführen können. Dass die digitale Transformation die Arbeit sowohl in Bibliotheken als auch in der geisteswissenschaftlichen und insbesondere in der medievistischen Forschung ja grundsätzlich verändert hat. Das ist ja mittlerweile schon fast ein Topos, denn wir erleben alle, wie die digitalisierten historischen Bestände immer umfangreicher werden und auch die computergestützten Verfahren, die wir einsetzen können, um diese Bestände zu erschließen und zu analysieren, ja auch immer differenzierter werden. Aber dennoch gibt es auch hier ja noch Unterschiede in der Forschungstiefe und auch in der praktischen Einsetzbarkeit dieser Methoden. Zum Beispiel hinsichtlich der Medienarten oder eben auch der historischen Epochen, mit denen man sich befasst. Und während OCR-Verfahren zur automatischen Texterkennung zum Beispiel für historische Drucke schon sehr gut funktionieren, ist die automatische Erkennung von mittelalterlichen Handschriften immer noch eine Herausforderung. Nicht zuletzt auch deshalb, weil das Erstellen von Trainingsdaten in diesem Bereich einfach deutlich aufwendiger ist. Und dieser Umstand brachte Hedwig Suvelack und mich schließlich auf die Idee, eben ein Crowdsourcing-Projekt zur Erstellung von Volltexten mittelalterlicher Handschriften zu organisieren. Das liegt auch so ein bisschen daran, dass wir beide von Hause aus germanistische Mediävistinnen sind und auch schon in unserer Studien- und Doktorandenzeit uns eben einerseits mit Handschriften und andererseits auch mit geistlichen Texten befasst hatten. Und so lag es für uns irgendwie nahe, das Feld der theologischen Texte, die ja noch relativ wenig erforscht sind und eben auch oft noch gar nicht ediert sind, als Grundlage zu wählen. Und gemeinsam mit den Teilnehmenden wollen wir nun eben im Rahmen dieser Veranstaltung Transkriptionen anfertigen, die dann sowohl für die geisteswissenschaftliche als eben auch für die informatische Forschung zur Nachnutzung zur Verfügung stehen sollen. Sei es, um damit wissenschaftliche Editionen zum Beispiel zu erstellen oder eben auch, um maschinelle Lernverfahren damit zu trainieren. Und zugleich bietet das Projekt den Teilnehmenden wiederum die Möglichkeit, sich in die XML-Auszeichnungssprache und in die Standards der Text Encoding Initiative, TEI, einzuarbeiten, sowie eben auch Erfahrung im Lesen mittelalterlicher Schriften zu sammeln. Soweit zu unserem Vorhaben. Doch nun reicht es natürlich nicht aus, eine Idee und ein Ziel zu haben. Ein so umfangreiches Vorhaben braucht vor allem natürlich auch einen infrastrukturellen und einen institutionellen Rahmen, in dem es realisiert werden kann. Und dabei ist zunächst die Zusammenarbeit mit dem Handschriftenportal zu nennen. Das ist ein Projekt, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wird und in dem die Bibliotheken, die Stadtbibliothek zu Berlin, die Universitätsbibliothek Leipzig, die Bayerische Staatsbibliothek München und die Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel eben gemeinsam eine zentrale Plattform entwickeln, die für Buchhandschriften aus deutschen Sammlungen gedacht ist. Und nur dank der Unterstützung, der Offenheit und der Experimentierfreude der Kolleginnen und Kollegen aus diesem Projekt können wir heute eben die technische Umgebung des Handschriftenportals für unseren Transkribaton nutzen. Das ist natürlich ganz toll, da freuen wir uns sehr. Und natürlich wäre die Veranstaltung auch nicht möglich ohne die Unterstützung der ausrichtenden Institutionen, nämlich der Staatsbibliothek zu Berlin, in der Hedwig Suvelack als Bibliotheksreferendarin und ich selber als Fachreferentin tätig sind, und unseres Kooperationspartners der Universitätsbibliothek Leipzig. Und daher möchte ich jetzt das Wort übergeben an Jochen Haug, den Leiter des Referats Wissenschaftliche Dienste an der Staatsbibliothek zu Berlin. Herzlichen Dank. Ja, guten Abend, kann man, glaube ich, fast schon sagen, von der Uhrzeit her, liebe Mitwirkende, liebe Teilnehmende, liebe Interessierte, liebe Beteiligte. Ich habe die schöne Aufgabe, Sie heute zur Eröffnungsveranstaltung unseres Transkribatons Faithful Transcriptions zu begrüßen, in der virtuellen Staatsbibliothek willkommen zu heißen.
Bibliothekssammlungen sind bekanntlich die materiellen Grundlagen für Forschung und Lehre immer gewesen. Diese Grundlagen zu vermitteln, die Sammlungen immer wieder auch aktiv für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verfügbar zu machen, das war und das ist und das wird sich ja auch immer bleiben eine unserer zentralen strategischen Aufgaben als Bibliothek, genauso wie Kooperationen mit Forschenden und Studierenden im Zentrum unserer Aktivitäten zur Erforschung unserer Sammlungen stehen. Als große wissenschaftliche Bibliothek bietet die Staatsbibliothek Quellen für die Forschung, Infrastrukturen für die Forschung, forschungsnahe Dienste. Wir sehen uns aber ganz genauso auch in der Rolle, gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, mit Studierenden, mit Interessierten einen Rahmen zu schaffen, um die sammlungs- und materialbezogene Grundlagenforschung voranzutreiben. Der Wissenschaftsrat hat es in den letzten Jahren in seinen Empfehlungen so formuliert, die Staatsbibliothek soll und wird über Kooperationen auch künftig die Nähe zur universitären Forschung suchen. Ja, wir leben in der digitalen Transformation, das heißt, Sammlungen sind natürlich nicht mehr rein analog zu denken. Digitaler Content, Datensammlungen, Datenkorpora sind schon ganz lange ein ganz wesentlicher Teil dessen, was Bibliotheken ihren Kundinnen und Kunden anbieten. Zusätzlich zu unseren umfangreichen digitalen Sammlungen im Sinne von digitalisierten Beständen und Volltexten betreibt die Staatsbibliothek seit einiger Zeit ein Lab. Das ist, unter Lab verstehen wir eine Online-Plattform, die einerseits über Schnittstellen den Zugriff auf eine Vielzahl von Datensätzen der Bibliothek anbietet. Das sind Volltexte, sind aber auch Metadaten und Normdaten, die aber andererseits auch ein Schaufenster dafür sein möchte, was man mit diesen Daten alles tun kann. Im Lab findet man also kreative Anwendungsszenarien, Visualisierungen für Datensets, die teilweise von der Bibliothek selbst kommen, ganz, ganz überwiegend aber von Forschenden und von Studierenden, die mit unseren Daten arbeiten. Sammlungsbezogene Grundlagenforschung, Vermittlung, Daten vom Analogen zum Digitalen, vom Image zum Volltext, das sind so wesentliche Kernpunkte unseres Agierens als Forschungsbibliothek. Und der aktuelle Transkribathon bietet natürlich einen ganz, ganz besonderen Rahmen, um all das zu tun und auch zu sichtbaren und nutzbaren Ergebnissen zu führen. Ganz unbeleckt in Sachen datenfokussierte Crowdsourcing-Veranstaltungen sind wir nicht. Wir hatten schon ein paar Mal Hackathons, unter anderem in den letzten beiden Jahren jeweils einen Kultur-Hackathon mit Forschenden, Studierenden, IT-SpezialistInnen, Mediendesignern, in denen es darum ging, spezifische Datensätze aus unseren digitalen Sammlungen, einmal zum Themenkreis historische Genderkonstruktion, dann zum Themenkreis Prekaritätsforschung thematisch aufzubereiten, zu visualisieren, damit aber natürlich auch neue Perspektiven auf die digitalen Materialien möglich zu machen. Letztlich also das Tiefenbohren in kuratierten Datensets auch zu neuen Forschungsfragen zu bringen und diese zu stellen und zu beantworten. Faithful Transcriptions, der Transkribathon, ist von diesem Ansatz nicht so weit weg, geht aber noch ein gutes Stück weiter. Es geht darum, gemeinsam intensive praktische Expertise im Bereich Transkribieren, digitale Editionen, TI, Annotationen und so weiter zu gewinnen. Andererseits findet hier aber auch tatsächlich genuine Grundlagenforschung statt. Die Ergebnisse können dann sicherlich vielfach durch Forschende nachgenutzt werden. Das Timing der Veranstaltung könnte natürlich mit Blick auf das Handschriftenportal, herausragendes Kooperationsprojekt der SBB mit der UB Leipzig, mit der BSB und der Herzog-Augusts-Bibliothek in Wolfenbüttel kaum besser sein. Der Transkribator Nicole Eichenberger hat es gesagt, hat am Montag schon begonnen mit dem ersten Tutorial. Die Teilnehmendenzahl auch heute Abend, kann man auch mal sagen, hat unsere Erwartungen weit übertroffen. Da freuen wir uns sehr, sehr, sehr drüber und das zeigt, dass wir hier offensichtlich auf einem guten Weg sind. Bleibt mir noch zu danken, Andrea Rapp und Luise Borek, auf deren Vortrag wir uns jetzt gleich sehr, sehr freuen. Dann natürlich den Kolleginnen und Kollegen der Universitätsbibliothek in Leipzig und des Handschriftenportals in Berlin, ohne die diese Veranstaltung so nicht möglich wäre. Es ist ganz einfach ganz, ganz toll, dass wir das hier kooperativ machen können. Ganz besonders herzlich danke ich den beiden Kolleginnen, die den Transkribathon letztlich initiiert, organisiert haben, Nicole Eichenberger und Hedwig Suwelak. Das ist einfach schön, wunderbar, wenn sich so eine Idee im Team entwickelt, eine Eigendynamik entwickelt und das einfach dann zu einer besonderen Veranstaltung wie dieser macht. Das war's von meiner Seite. Seien Sie nochmal ganz, ganz herzlich willkommen in unseren virtuellen Räumen in jeder Hinsicht und dann übergebe ich das Wort an Christoph Mackert von der Universitätsbibliothek Leipzig. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen und ich möchte mich bedanken, dass auch wir von der UB Leipzig hier kurz uns an der Begrüßung beteiligen können. Ich glaube, dass ich mich ganz gerne zu Anfang nochmal ganz herzlich bei Nicole Eichenberger und Hedwig Suwelak für diese Initiative bedanken möchte. Eine fantastische Idee, wo wir auch sofort einfach mal Ja gesagt haben, ohne groß an die
Konsequenzen zu denken. Und ich glaube, daraus genau entsteht ja gutes Neues. Man muss einfach sagen, dass für uns als UB Leipzig man sich ja gar nichts Besseres vorstellen kann, als dass uns das Handschriftenbestände Beachtung finden und von der Wissenschaft genutzt werden. Dafür sind sie da. Und wir wissen gleichzeitig, dass wir in Zeiten leben, wo die handschriftenkundlichen Fähigkeiten an den Universitäten oft nicht mehr in dem Ausmaß vermittelt werden können, wo auch die digitalen Kompetenzen bei der Nutzung oft so nicht mehr vermittelt werden können, sodass solche Initiativen umso wünschenswerter sind, um den wissenschaftlichen Nachwuchs an die Arbeit mit Handschriften heranzuführen, darin zu schulen, denn die Handschriftenbestände gibt es nur dadurch, dass sie genutzt werden. In dem Moment, wo sie nicht mehr genutzt werden, sind sie quasi weg. Die UB Leipzig ist ja auch eines der 6 deutschen Handschriftenzentren, so wie Berlin ja auch. Das heißt, dass wir sehr viel Energie, sehr viel Aufwand in die Erzeugung von ausführlichen wissenschaftlichen Erschließungsdaten, von Grundforschungsdaten zu Handschriften stecken, dass wir sehr viel Aufwand in die systematische Digitalisierung nicht nur unserer eigenen Handschriften stecken, sondern auch derjenigen von anderen Institutionen, die wir in Projekten eben mit betreuen. Und diese ganze große Fülle an Informationsbereitstellung im digitalen Raum ist natürlich auf Nachnutzung angelegt, lebt davon, und die Nachnutzung ist heute natürlich zunehmend auch genuin digital. Das wurde jetzt schon gesagt, in welche ganzen Richtungen das gehen kann. Und aus meiner Perspektive ist der Transkribaton hier ein ganz fantastisches Beispiel von den ganzen Möglichkeiten, die hier gegeben sind. Und ich bin auch sehr beeindruckt von der sehr hohen Teilnahmezahl. Und ich finde es ganz großartig, wie der Nachwuchs eben hier herangeführt wird. Es wurde jetzt schon gesagt, dass das Handschriftenportal hier eine ganz wichtige Rolle spielt für den Transkribaton. Nutzen wir das Annotationstool des internationalen Standards IIIF, also eines Standards, der eine noch nie dagewesene Interoperabilität ermöglicht. Innerhalb des Handschriftenportal-Projekts ist die UB Leipzig derjenige Partner, der die Entwicklung von IIIF vorantreibt. Wir entwickeln IIIF sowohl für die Darstellung nicht nur der Bilder, das ist das Traditionelle eigentlich gewesen, sondern auch der Texte. Das Entscheidende von IIIF ist es aber eben dann auch, dass es die Interaktion ermöglicht. Denn während bisher ja die Präsentation von digitalen Daten durch die bestandshaltenden Einrichtungen, wo die ganzen Quellen liegen, eine kommunikative Einbahnstraße ist, wir zeigen euch etwas, ihr könnt das nutzen, geht es natürlich zunehmend darum, dass mit diesen Daten gearbeitet wird und dass Interaktionen stattfinden. Deswegen haben wir wahnsinnig gern diese Initiative eben auch in unserem Handschriftenportal-Projektteil aufgenommen, denn das zentrale Ziel der weiteren Entwicklung des Handschriftenportals, wofür wir gerade an einem gemeinsamen Fortsetzungsantrag auch sitzen mit den anderen Kooperationspartnern, ist eben in einer nächsten Stufe diese interaktiven Nutzungsmöglichkeiten durch die Schaffung von sogenannten Workspaces auszubauen und die Möglichkeit, Annotationen zu machen. Und dazu gehören eben auch Transkription, ist hier ein ganz wichtiger Punkt. Und ganz egoistisch kann ich einfach sagen, dass für uns der Transkribaton daher natürlich auch eine einmalige Gelegenheit zu einer Art von Testlauf ist, um hier Erfahrungswerte für diesen DFG-Antrag zu sammeln. Wir haben aber dafür natürlich auch schon brav Arbeit jetzt hineingesteckt. Unsere Entwickler haben das Annotationstool, das in IIIF schon vorlag, in das Handschriftenportal für diesen Transkribaton eingebunden. Wir haben es zugleich weiterentwickelt. Es wurden mehrere Bugs behoben. Wir haben Schriftzeichen eingebunden, damit überhaupt die Unicode haben wir eingebunden, damit überhaupt die Transkription dieser spezifischen mittelalterlichen Schriften möglich ist. Es gibt nun Download-Möglichkeiten, die Entwicklung eines Annotations-Downloads für TI-Snippets und Ähnliches mehr. Also sprich,
Für uns ist das hier ein ganz wunderbarer Testlauf. Wir sind wahnsinnig gespannt, ob das so funktioniert, was für Anforderungen auch entstehen, aus denen wir lernen können, um das Handschriftenportal in seiner hoffentlich von der DFG dann irgendwann bewilligten zweiten Phase zu jenem interaktiven Forschungstool werden zu lassen, zu dem es werden soll. So, damit genug geredet. Vielen herzlichen Dank und freue ich mich sehr auf den Vortrag. Ja, ganz vielen Dank an Christoph Mackert und an Jochen Haug für diese netten Grußworte. Ich wollte nur zwei Sachen sagen, bevor ich Ihnen die beiden Referentinnen ein bisschen vorstelle. Nämlich einmal, dass wir im Transkribathon eben, wie man, denke ich, an den Beiträgen jetzt auch gehört hat, viele Aspekte zusammenbringen wollen. Also diese Begeisterung für mittelalterliche Handschriften, die Bereitschaft, gemeinsam an der Aufgabe, diese Handschriften zu erschließen und zu entschlüsseln, zusammenzuarbeiten. Und nicht zuletzt wollen wir eben auch mit und voneinander lernen. Wir haben ein ganz buntes Teilnehmerinnenfeld von Studierenden, die gerade erste Seminare in der germanistischen Mediävistik besuchen, zu Forscherinnen und Forschern, die sich schon lange mit mittelalterlichen Themen beschäftigen und die besonders im Bereich digitale Mediävistik schon versiert und erfahren sind. Und das ist eben auch dann der weitere Punkt. Der Transkribathon möchte nämlich ganz explizit eine Brücke vom Material, von den Daten zu den aktuellen Forschungsfragen schlagen. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass wir für unseren Eröffnungsvortrag zwei Forscherinnen gewinnen konnten, die uns aus einem tiefen Erfahrungsschatz der digitalen Mediävistik heraus das breite Themenfeld Mediävistik und Digital Humanities eröffnen und erschließen werden. Da wäre zunächst Andrea Rapp. Sie ist Professorin am Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft an der TU Darmstadt und dort für das Fachgebiet Computerphilologie und Mediävistik zuständig. Berufliche Stationen waren das Trier Center for Digital Humanities und die Leitung des Digitalisierungszentrums der SUB Göttingen. Die Liste der Projekte und Publikationen kann man durchaus als beeindruckend beschreiben und das ist keine Übertreibung in diesem Fall. Ich möchte nur auf ein paar wenige Aspekte hinweisen. So zum Beispiel auf das Projekt zum automatischen Tagging mittelalterlicher Handschriften, E-Codicology und die Korpuserschließung und Visualisierung deutschsprachiger Poetiken im Projekt E-Poetics. Die Nähe zwischen Forschung und Praxis zeigt sich in der von Andrea Rapp mitentwickelten virtuellen Forschungsumgebung für die Geisteswissenschaften TextGrid. Andrea Rapp war außerdem an dem Forschungsinfrastrukturprojekt Daria.de beteiligt und führt dieses Engagement im derzeit laufenden Projekt Claria.de fort. Aktuell arbeitet sie an Projekten zu altägyptischen Kursivschriften und an der informationstechnischen Erschließung von Wissensbewegungen in vormodernen Kulturen im DFG-Sonderforschungsbereich Episteme in Bewegung. Die Breite der Forschungsprojekte spiegelt sich genauso in der Vielfalt der Publikationen wider. Darauf einzugehen würde den Rahmen leider nun wirklich sprengen und ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass ich diesen Teil etwas überspringe und zu unserer zweiten Vortragenden weitergehe, Luise Borek. Luise Borek ist Sprach- und Literaturwissenschaftlerin sowie Anglistin und wissenschaftliche Mitarbeiterin von Andrea Rapp im Fachgebiet Computerphilologie und Mediävistik. Den Forschungsinteressen im Bereich Mediävistik und Digital Humanities entsprechend hat sie sich in ihrer Promotion mit digitaler Klassifizierung von arthurischen Pferden als Bedeutungsträgern beschäftigt. Auch dies sicher ein gutes Beispiel für die thematische Breite, die im interdisziplinären Feld der digitalen Mediävistik möglich ist. Luise Borek war wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kompetenzzentrum für elektronische Erschließung und Publikationswissenschaften in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier. Sie war an einem interdisziplinären Projekt zur Interaktion zwischen linguistischen und bioinformatischen Verfahren, Methoden und Algorithmen beteiligt und hat im Forschungsinfrastrukturprojekt Daria.de ein Cluster über digitale Annotationen koordiniert. Ein Beitrag zu diesem Thema erscheint demnächst und wir erwarten ihn alle natürlich gespannt. Frau Rapp und Frau Borek werden uns heute berichten über alte Kundschaft und auch Nüwe, digitale Perspektiven auf die Mediävistik. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Sie haben das Wort. Ja, vielen herzlichen Dank. Wir bedanken uns beide sehr für die Einladung hier
für die Keynote zu diesem Transkribathon. Wir sind beide sehr, sehr überzeugt von dieser Art von Kollaboration und deswegen war das wirklich ganz wunderbar, dass wir uns hier daran beteiligen durften. Vielen Dank auch für die netten Worte zur Einführung. Und Sie wissen, wie es ist. Das ist dann immer eine große Perspektive, die da aufgemacht wird. Und wir schauen mal, we'll do our very best, um da vielleicht ein bisschen was einzulösen. Aber wir haben viele Perspektiven, unterschiedliche Perspektiven mitgebracht und auch die Pferde kommen vor und auch noch andere Tiere. Mal schauen. Ja, alte Kundschaft und auch Nüwe, das ist unser Titel, den wir uns gewählt haben. Technisch haben wir es jetzt so gemacht, Frau Borek teilt die Präsentation in einem durch, damit wir nicht hin und her switchen müssen. Und Sie verzeihen mir, dass ich dann ab und an vielleicht mal sage, die nächste Folie bitte. Das ist einfach dieser Technik geschuldet. Ja, die nächste Folie, ein bisschen zur Einstimmung in unseren Vortrag. Da möchten wir erläutern, wo wir dieses Zitat hergenommen haben. Das Zitat Alte Kundschaft und Apnoe, das kommt aus dem Renner von Hugo von Trimberg, eine Summe des Wissens über die Welt und auch ein didaktisch-moralischer Text, einer der erfolgreichsten Texte des Mittelalters, sehr lange rezipiert. Und das Zitat stammt aus dem Kapitel über den Strauß. Der Strauß hat, wie das im mittelalterlichen Zeichendenken so üblich ist, bestimmte Eigenschaften und die werden dann übertragen auf das didaktische Verhalten. Was zeichnet den Strauß auch? Der Struß hat Federn und flüget nicht. Also der hat Federn, kann aber trotzdem nicht fliegen. Das ist also ein Klassifikationsproblem, wenn Sie so wollen. Und dasselbe sagt man auch über den Gleichsinner, also das ist der Blender oder der Heuchler. Der hat auch außen schöne Federn, aber der mausert eigentlich nur Untugend, also schlechte Eigenschaften heraus und deswegen kann er auch nicht fliegen, genauso wie der Strauß nicht fliegen kann. Das wird dann noch so ein bisschen erläutert und dann kommt dieser Schluss, die Übertragung dann auf das Leben. Wisset, er ist ein Seligmann, der Gewinn und Verlust wohl wägen kann. Getrübe Fründe und ungetrübe, alte Kundschaft und auch Nüwe. Also der ist weise, der Gewinn und Verlust richtig einschätzen kann, der Loyalität und Illoyalität einschätzen kann und der alte Kundschaft, alte Nachrichten und neue Nachrichten auch unterscheiden kann und zu würdigen weiß. Also schauen wir mal, ob wir den Strauß ans Fliegen bekommen. Was erwartet Sie alle heute in unserem Beitrag? Wir haben das so ein bisschen aufgegliedert. Zunächst mal ein ganz, ganz kurzer Blick auf die Anfänge einer digitalen Medievistik. Es muss in den historischen Wissenschaften sein, dass man da mal einen Blick in die Geschichte wirft. Der ist aber wirklich nur kurz. Dann möchten wir ein bisschen reflektieren darüber, was es bedeutet, wenn physische Objekte digital transformiert werden und digital inszeniert werden. Das ist in den Einführungsworten zum Teil auch schon ein bisschen angeklungen. Also wir gehen mit Büchern um, machen daraus Texte und Digitalisate. Dann wird es auch natürlich um tiefere Erschließungsmöglichkeiten gehen und ganz zum Schluss auch um Digitalität als Vermittlungsinstanz. Sus ward der Anfang getan. Ja, die Anfänge der Digital Humanities sind auch Anfänge einer digitalen Medievistik, denn die Person, die eigentlich als Gründungsvater immer hergenommen wird, der Digital Humanities, Roberto Busa, war Medievist, Theologe und Computerlinguist. Und er hat das selbst eigentlich am besten beschrieben, wie die Anfänge sind und wie er das Ganze auch einordnet als Teil einer Wissenschaft, also Geisteswissenschaft und Computer zu verbinden. Ich lese das kurz vor. Humanities Computing,
Das ist der alte Name für Digital Humanities. Humanities Computing is precisely the automation of every possible analysis of human expression. Therefore, it is exquisitely a humanistic activity in the widest sense of the word, from music to theater, from design and painting to phonetics, but whose nucleus remains the discourse of written texts. During World War II, between 1941 and 1946, I began to look for machines for the automation of the linguistic analysis of written texts. I found them in 1949 at IBM in New York City. Today, as an aged patriarch, I am full of amazement at the developments since then. They are enormously greater and better than I could then imagine. Digitus Dei est hic, the finger of God is here. Also zusammengefasst nochmal ganz kurz, Folie kann ruhig stehen bleiben, zusammengefasst nochmal ganz kurz, seit es Computer gibt, seit den 1940er Jahren, nutzen Geisteswissenschaftler Computer und entwickeln Methoden, um ihre Fragen mit Computermethoden zu beantworten. Und dieses Fazit war schon 2004, also wir sind ja jetzt fast 20 Jahre weiter und es ist noch wesentlich beeindruckender, was wir jetzt tun können. Die nächste Folie bitte. Roberto Busa wird immer herausgestellt als der Gründungsvater, aber natürlich hat er das nicht alleine gemacht. Er hat sein Thomas von Aquin Projekt, den Index Thomisticus, nicht alleine erstellt, sondern er hat sie im Team erstellt. Es war ein großes Team von Datentypistinnen, Erfasserinnen und Programmiererinnen, wirklich sehr viele Frauen auch darunter, weil die Informatik in den Anfängen durchaus eine Frauenwissenschaft war. Und das scheint uns auch wichtig nochmal hervorzuheben, dass Digital Humanities eigentlich Teamwork von Anfang an bedeutete. Wie man hier an einigen dieser schönen Fotos und Namensnennungen sieht. Und auf der nächsten Folie sieht man das noch einmal sehr gut, wie also da die Mitarbeiterinnen gemeinsam daran arbeiten, den Thomas von Aquin zu erfassen. Und das sind die Anfänge der Digital Humanities und auch der digitalen Medievistik. Wir machen nur einen ganz großen Sprung in die rezente Zeit. Mittlerweile sind die Digital Humanities eben doch institutionalisiert in Deutschland und auch schon wieder ausdiversifiziert. Patrick Saale hat es aufgearbeitet in mehreren Blogposts. Man sieht hier also, dass es doch in der Breite mittlerweile angekommen ist und dass aber immer noch Sprach- und Literaturwissenschaften natürlich auch einen sehr großen Anteil haben an den Digital Humanities allgemein. Nur so viel wollte ich berichten über die Geschichte der DH und komme zum nächsten Punkt. Was geschehen soll, das geschieht. Hier geht es also um die Transformation physischer Objekte. Vergegenwärtigen wir uns ganz kurz nur und ganz kursorisch die Vielfalt des kulturellen Erbes. Die wenigen Beispiele, die hier auf dieser Folie sind, sind Kulturträger und Textträger. Die Materialität dieser Textträger ist sehr, sehr unterschiedlich und auch die Medialität, das Layout, das Mise en Page. Da herrscht eine ganz große Vielfalt und zugleich geben uns diese materialen Aspekte natürlich sehr, sehr viel Information über den Text, sehr viele Eigenschaften mit. Das heißt also, wenn wir diese Dinge erschließen wollen, brauchen wir eigentlich die Rückbindung an diese Materialität. Nächste Folie bitte. Dennoch interessiert uns ja auch der Text, der auf diesen Textträgern ist. Zu sagen, was Text ist, fällt auch Linguistinnen schwer. Ein vollständiges Modell ist schwierig aufzustellen und ich will das hier auch gar nicht erläutern. Sondern habe hier nur einige Aspekte herausgegriffen und rot umkästelt,
die vielleicht mit unserer Auffassung von Text gut zusammengehen oder die zeigen, welche Eigenschaften haben denn Texte, die in mittelalterlichen Handschriften überliefert sind. Also diese Handschriften haben ja eine Haptik, sie haben ein Medium, sie sind an Materialität, an Textträger gebunden. Das Modell soll nur kurz diese Dinge noch einmal klar in Erinnerung rufen. Nächste Folie bitte. Und wir können sogar in die Mythologie zurückgehen. Da sehen wir, dass das eine alte Vorstellung eigentlich ist, dass diese Einheit existiert zwischen dem Sprechen, dem Schreiben und dem Handeln. Ja, also wenn Sie so wollen, Pragmatik von Anfang an. Die Geschichte der 10 Gebote ist da sehr gut geeignet, um dieses Verhältnis aufzuzeigen und das Zusammengehen aufzuzeigen. Da heißt es nämlich, also Gott redet die Worte des Gesetzes, die 10 Gebote, er redet sie, typisch Rechtssprache, ne? Man muss es aussprechen. Dann schrieb Mose die Worte des Herrn nieder. Das ist interessant, also Mose schreibt sie nieder, steht hier. Aber im Folgenden sehen wir dann, dass Gott die steinernen Tafeln mit den 10 Geboten an Moses übergibt, die Gott selbst geschrieben hat, die ich geschrieben habe. Also es ist, wie das ja oft so ist in diesen älteren Teilen der Bibel, so eine kleine Diskrepanz. Und später, wenn Moses dann die Tafeln hat und vom Berg Sinai herabschreibt, wird nochmal genau beschrieben, wie diese Tafeln aussehen. Die waren beschrieben auf beiden Seiten. Gott hat sie selbst gemacht und selbst die Schrift eingegraben, also eingemeißelt. Und dann sieht Moses den Tanz um das goldene Kalb. Was passiert? Das Gesetz ist gebrochen. Und er wirft die Tafeln aus der Hand und zerbricht sie ebenfalls. Also damit ist der Sprechakt und der Schreibakt und das Gesetz eigentlich gemeinsam durchbrochen. Und man sieht hier sehr schön, wie das alles eine Einheit ist. Und man diese Einheit eigentlich auch braucht oder das Wissen darüber, um das Ganze ja richtig zu verstehen oder zu interpretieren. Nächste bitte. Und was bedeutet die digitale Transformation also für diese Einheit von Materialität, Textualität und damit natürlich auch unsere geisteswissenschaftliche Epistemologie? Das ist etwas, denke ich, das ist eine Frage, der sich die Digital Humanities oder die Geisteswissenschaften überhaupt stellen müssen und die sie beantworten müssen, in ein Modell und eine Theorie fassen müssen. Nächste bitte. Nochmal ein Blick ein bisschen auf die Rahmenbedingungen zunächst einmal. Digitale Transformation, was hat das eigentlich für Implikationen und was heißt das eigentlich? Da möchte ich verschiedene Aspekte aufblättern. Zunächst mal Datenkapazitäten. Also wenn wir geisteswissenschaftliche Daten haben oder überhaupt Daten, die wir bearbeiten wollen und speichern wollen und erschließen wollen, worüber sprechen wir dann? Erstaunliche 3,3 Megabyte braucht es, um eine Apollo-Rakete zum Mond zu schießen. Das ist nicht wirklich sehr viel Code. Das deutsche Wörterbuch der Brüder Grimm hat 33.000 Seiten und 300 Millionen Zeichen und wesentlich mehr als 3,3 Megabyte. Die Medieneinheiten der British Library und der Library of Congress, um mal sehr große Bibliotheken, die größten Bibliotheken der Welt zu nennen, mit 170 und 164 Millionen Medieneinheiten. Wir haben im Barbara-Stollen, wo unsere Mikrofilme gelagert werden, über 2000 Behälter mit 1 Milliarde Aufnahmen. Das ist aber auch nicht wirklich viel, wenn wir uns die 544 Milliarden Websites in der Wayback Machine anschauen, die, wie ich heute überprüft habe, drin sind. Und ob die 2,5 Trillionen Bytes an Daten täglich noch aktuell sind, die wir gerade im Augenblick in der Pandemie produzieren,
das ist wahrscheinlich auch schon zu wenig. Also Datenmengen, Datenkapazitäten sind schon eine sehr interessante Größe auch. Auch bezogen auf unser kulturelles Erbe, was wir erschließen wollen und müssen. Nächste bitte. Aber wichtig bei der digitalen Transformation, das ist heute auch schon angesprochen worden, das ist Kontextualisierung. Big Data alleine, Big Data als Datenmengen, die eben so riesig sind, so komplex, so dynamisch oder auch so unstrukturiert, Datenmengen, die kann man eben mit herkömmlichen Methoden der Datenverarbeitung nicht mehr auswerten. Da braucht man spezielle KI-Big-Data-Methoden. Also das ist eine Größe, die wichtig ist in der Datenerschließung. Die andere Größe, die wichtig ist, das sind die Long-Data. Also das sind Datensätze, die eben kontextualisiert sind, die nicht nur eine Momentaufnahme darstellen, sondern ein umfassendes Bild liefern. Die Prozesse, die Interaktion, die Entwicklungen, die lange Zeiträume hinweg erschließen, die also Kontextualisierung bieten. Da sind wir, glaube ich, bei dem Punkt, den wir heute schon angesprochen haben und wo Bibliotheken sich ja auch verorten. Die nächste Folie bitte. Digitale Transformation steht auch in dem Zusammenhang von Bewahrung, Verlust und Zerstörung. Ich denke, viele von uns haben epochal im ursprünglichen Sinne in Erinnerung, wie das Stadtarchiv von Köln eingestürzt ist. Die Verluste sind hier auf der Folie aufgeführt. Es sind unglaubliche Mengen an Urkunden, an Quellen, die da gefährdet worden sind. 90% dieses Materials wurden verschüttet. Davon wurde ein sehr großer Teil immerhin geborgen. Um das zu restaurieren, braucht es allerdings die Arbeitskraft von 30 Jahren, 200 Restauratorinnen, um das wieder verfügbar zu machen, was schon einmal verfügbar war. Und es war eben nicht systematisch digitalisiert. Mit der Digitalisierung hätte man natürlich bestimmte Aspekte der Information, die in den Quellen ist, zugänglich gehalten, die man jetzt eben mühsam wieder herstellen muss. Die nächste Folie bitte. Und auch noch darüber hinausgehend, also nicht nur eine Bewahrung und Erinnerung daran von solchen Quellen ist möglich, sondern es ist eben auch eine Rekonstruktion möglich, wenn Kulturgut zerstört wird. Es sind auch ganz eindrückliche Beispiele, sicherlich die kriegerischen Zerstörungen, die wir alle, denke ich, noch im Blick haben. Die Zerstörung von Palmyra oder die Zerstörung der Buddha-Statuen von Bamiyan. Da ist es möglich geworden, durch digitale Aufnahmen, zum Teil wirklich nur von Fotos, dreidimensionale Rekonstruktionen wiederherzustellen, die im Falle von Palmyra sogar wieder ausgedruckt worden sind und dadurch wieder rekonstruiert worden sind. Also auch das ist ein Aspekt, der natürlich dazugehört zu dem Thema digitale Transformation. Ja. Jetzt möchte ich ein bisschen tiefer einsteigen in die Verfahren oder in das Tun des Digitalisierens. Da gibt es unterschiedliche Begriffe, mit denen man das belegen kann und vor allen Dingen diesen Prozess der Transformation, der ja ein komplexer Prozess ist, beschreiben kann. Joanna Drucker hat das sehr schön beschrieben. Sie unterscheidet in der Begrifflichkeit zwischen Data und Capta. Und ihre Begründung dafür ist, dass man das sehr gut sehen kann an den etymologischen Erklärungen dieser Begriffe. Capta ist taken actively. Also da ist etwas aktiv erhoben, erworben, genommen, weil
data is assumed to be a given, able to be recorded and observed. Also sie macht ganz klar diesen Unterschied und macht dann auch einen Unterschied auf zwischen Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften, obwohl sie den Kontrast nicht sehr stark sieht, sondern sagt, dass es eigentlich beide Wissenschaften mit diesen unterschiedlichen Typen von Daten oder Capta umgehen müssen. Aber sie ist auch ganz klar auf der konstruktivistischen Seite. Knowledge is constructed, taken, not simply given. Und jemand, der das noch ein Schräubchen weiter dreht, ist eigentlich dann Vido von Persson, der in dem Zusammenhang sogar von Creation spricht, also von Schöpfung. Also the creation of digital objects is part of humanities research. Also das, was wir alle tun hier, was Sie alle gerade tun, diese Daten zu erfassen, damit wird eigentlich der Unterschied zwischen den Schöpfern des Originals und denen dieser digitalen Transformation ein bisschen aufgehoben, denn das, was man macht mit diesen, die Art und Weise, wie man diese Objekte eben transkribiert, das ist ganz wesentlich für die Art und Weise, wie man dann hinterher damit forschen kann. Also insofern sind wir Teil geworden eigentlich dieses neuen Objekts. Die nächste. Und die Transformation des Objekts das analoge Objekt und das digitale Objekt, die werden sehr oft in Dichotomien beschrieben. Das materielle Objekt ist unikal und beständig. Es befindet sich in der Regel für uns, wenn wir mit Handschriften umgehen, an einem besonderen, ich nenne das sekundären Ort, ne, die Bibliothek. Das ist nicht der primäre Ort des Skriptoriums oder des Besitzers, sondern der sekundäre Ort, der dafür da ist, diese Dinge aufzubewahren. Das digitale Objekt ist ubiquitär, aber auch volatil. Aber dafür ist es auch auf meinem Schreibtisch bzw. auf meinem Handy. Es ist eigentlich überall, wo ich es will, idealerweise. Und dann werden mit diesen Dichotomien natürlich Distanzen und Verluste gesehen, beziehungsweise Verfügbarkeiten und Mehrwerte. Verluste werden oft markiert bei den körperlichen und haptischen Aspekten und bei so physischen Erlebnisaspekten. Also ich gehe nicht mehr in diese schöne Bibliothek, sondern ich sitze halt in meinem Arbeitszimmer. Es fehlt dann dieses Erlebnis. Andererseits ist ein Mehrwert natürlich eben diese Kontextualisierung der Long Data durch die mediale Umgebung und durch Metadaten und die Möglichkeiten, das digitale Artefakt digital zu begreifen, also auch anzufassen und bestimmte Dinge damit zu tun. Nächste bitte. Und dann muss man sich natürlich fragen, also was passiert bei der digitalen Transformation des Objekts? Welche Eigenschaften werden denn transformiert? Was wird denn erhalten? Wo ist die Kontinuität zwischen dem analogen Objekt und dem digitalen Objekt? Oder ist das digitale Objekt gar keine Kopie, sondern ein eigenes neues Objekt und hat sich emanzipiert vom analogen Objekt? Das ist eine wichtige Frage, wenn wir Forschung betreiben. Und das Objekt ist eben durch die Einbettung in inhaltliche, mediale, ästhetische und funktionale Zusammenhänge neu inszeniert. Es ist nicht mehr in der Handschriftenabteilung der Bibliothek, sondern es ist im Handschriftenportal dieser Bibliothek inszeniert und mit neuen Bedeutungen ja eigentlich versehen. Ich kann neue Korporant-Aggregationen bilden. Ich kann Wissen, was in dieser Handschrift ist, explizieren. Ich kann auch neues Wissen hinzugeben, neue Deutungen hinzugeben. Und ich kann eben Technologien nutzen, um das Objekt noch weiter zu verändern und noch mal ganz anders zu sehen und darzustellen. Da habe ich jetzt noch mal ein, zwei Beispiele mitgebracht, um zu zeigen, was ich meine mit dieser Inszenierung oder um uns das nochmal vor Augen zu führen. Wir wissen alle, was das für ein besonderer Ort ist und wir fühlen es jetzt gerade alle. Es wäre auch schön, hier zu
sitzen und an diesem besonderen Ort zu sitzen und zu wissen, ach, ich bin in dieser Bibliothek, wie schön. Das ist uns nicht gegeben, aber neben diesen physischen Orten mit ihrer spezifischen Ordnung haben wir eben im Digitalen virtuelle Orte und neue Ordnungen. Und es ist auch ganz wunderbar, das Handschriftenportal oder den Handschriftenzensus zu betreten und darin meine Kollektionen zu haben und die Informationen zu haben, ist auch ein Erlebnisaspekt. Oder eben die digitalen Sammlungen der SBB zu explorieren und zu analysieren, in ihren neuen Ordnungen aufzuspüren. Also es sind eigentlich auch besondere digitale Orte. Und darin sind die Handschriften auf eine bestimmte Art und Weise inszeniert. Wenn wir uns hier, das ist eines der Beispiele, die Sie auch bearbeiten, eine Historienbibel. Das ist, leuchtet, also gerade wenn man vielleicht noch einen großen Bildschirm hat, also es leuchtet unmittelbar ein, dass hier eine ästhetische Inszenierung auch stattfindet, dieses Buches. Fällt sogar beim Einband schon auf. Ne? Das wird, das bleibt objekthaft. Ne? Das nimmt man wahr. Und zugleich habe ich außenrum ja ein Star Trek-mäßiges Board, um alle möglichen Funktionen durchzuführen und durch die Handschrift zu fliegen. Nächste bitte. Ich kann mir einen Blick leisten, den seit dem Buchbinder niemand mehr gesehen hat, den auch der Besitzer der Handschrift wahrscheinlich nie, also wissen es nicht, aber nicht gesehen hat. Ja, und ich habe diesen Überblick, diese Draufsicht im Digitalen, die meisten Nutzerinnen und Nutzer dieses Buches einfach nicht mehr gehabt haben. Also ein ganz anderer Blick darauf. Das nächste. Ich habe Möglichkeiten der Navigation, das Inhaltsverzeichnis steht an der Seite. Ich kann einfach da draufklicken und es aufschlagen. Also auch diese Navigationsmöglichkeiten in diesem Buch sind natürlich im Objekt erstmal nicht gegeben. Also Historienbibeln haben ein Inhaltsverzeichnis, aber es ist was anderes, als direkt drauf zu klicken. Und das nächste noch als Beispiel, hier sind eben die Werkzeuge, wo man dann ja, das Bild eigentlich nochmal verändern kann, um Dinge zu sehen dann in der Vergrößerung und in den Aufnahmen, die man mit bloßem Auge vielleicht gar nicht sieht im Original. Also man sieht mehr in der Digitalisierung als im Original. Und man greift eigentlich mit den Werkzeugen das Objekt an und hat dadurch eine digitale Haptik. Wenn man sich das noch auf dem Smartphone oder auf dem Touchpad vorstellt, dann ist klar, also irgendwas von Anfassen und Haptik ist auch da dabei. Die nächste. Zusammenfassend, also das digital transformierte, digitalisierte Objekt, das hat andere Eigenschaften als das ursprüngliche Objekt. Es ist ein anderes, ein neues Objekt. Vielleicht ist es unabhängig vom Original, es emanzipiert sich, aber eigentlich braucht man auch das analoge Objekt als Verbindung, um das eigentlich zu interpretieren. Man kann sich auch fragen, ob das Digitale immateriell ist oder auch irgendwie eine Art von Materialität hat. Welche materiellen Eigenschaften kann man eigentlich transformieren oder in etwas anderes, dem digitalen Medium angemessenes, umwandeln? Das sind so Fragen, die man, glaube ich, mitnehmen muss, wenn man das tut, was wir tun. Die nächste, bitte. Ja, damit würde ich übernehmen und mal überlegen, welche Perspektiven diese ganzen Vorüberlegungen jetzt an ein paar exemplarischen Beispielen eröffnen. Nur, was hilft uns das? Ich habe hier ein Beispiel aus Wolfgangs Parzival mitgebracht und es hat auch tatsächlich was mit den angekündigten Pferden ein bisschen zu tun.
In diesem Beispiel geht es darum, dass Parzival in einer Schlacht sein Pferd verloren hat und nun einen Ersatz benötigt. Und wie Sie vielleicht wissen, wird die Handlung von Parzival und Gawain relativ separat zunächst abgehandelt und ein bisschen gegenübergestellt. Und an dieser Stelle findet eine indirekte Verbindung statt. Also es geht jetzt also um folgendes Zitat. Er wählt ihm eines Ufsine Fahrt mit den kurzen Ohren Ingliat, das dort von Gawain Gierk. Also es gibt hier eine indirekte Verbindung über das Schlachtross, das Gawain eigentlich gewonnen hat, was ihm aber davonläuft, und aus diesen gewonnenen Pferden wählt Parzival es aus. Was mich jetzt interessiert, sind zunächst die Entitäten. Also was kann man wirklich daraus greifen und fassen und entsprechend vielleicht auch annotieren. Ich habe das jetzt hier behelfsmäßig mit diesen roten Boxen gemacht. Das ist natürlich nicht unbedingt die Form, in der wir es haben wollen, wobei es durchaus vorkommen kann, weil wir vielleicht identifizieren wollen, an welcher Stelle auf dem Pergament die jeweilige Entität steht, die wir weiter bestimmen möchten. Aber das soll hier erstmal sekundär sein. Greifbar sind also diese Entitäten, vielleicht jetzt standardisiert für uns, und sie beschäftigen sich damit aktuell in TI-XML. Also das ist eine Version, das zu kodieren, und es handelt sich bei TI-XML um sprechendes Markup. Das bedeutet, dass wir als menschliche Leserinnen und Leser schon sofort etwas mit dieser Kodierung anfangen können. Also wenn man an eine andere Markup-Sprache denkt, die uns allen vertraut ist, ist das vielleicht HTML. Also da geht es um visuelle Aspekte. Man sieht jetzt hier das I-Element, das einfach für Italics steht und also eine Anweisung an den Browser ist, Gawain in Kursiv auszugeben. Ansonsten, das, was jetzt hier oben im XML annotiert ist, wäre also jeweils ein Name. Das ist die Entität, die wir irgendwie bestimmen können. Ich kann differenzieren, dass Ingliat ein Pferd ist, also jetzt hier mit einem Horse-Attribut, und Gawain ist eine Person. Es gibt auch andere Möglichkeiten, das im TI auszudrücken. Aber das wäre so die einfache Version. Und für oben, da haben wir ein kleines Problem. Da haben wir ein Pronomen, was also eher kein Name ist, aber es gibt dennoch die Möglichkeit, das über eine Referenz so zu lösen. Jetzt ist das natürlich ein bisschen aus dem Kontext gerissen, und wenn man die Verse an sich sieht, weiß man erstmal gar nicht so genau, wer jetzt wer ist und worum es geht. Das können wir jetzt aber auch weiter hinterlegen in unserem Markup. Und hier sieht man jetzt also das Pronomen, das steht für Parzival in dem Fall. Und wir haben die andere Person Gawain. Sie sehen, das ist jetzt hier mit einer Raute gekennzeichnet. Das heißt, da verweise ich auf eine andere Stelle in meinem XML-Dokument, nämlich im TI-Header, habe ich sämtliche Personen klassifiziert, die ich eindeutig referenzieren kann. Und da sieht man jetzt unten, dass Gawain mit einer ID in der gemeinsamen Normdatei referenziert wird. Das können wir uns mal angucken. Also das bedeutet, da können wir jetzt wirklich identifizieren, um wen es sich dabei handelt. Und der Normdatensatz sieht ungefähr so aus. Also natürlich ist jetzt die GND als bibliothekarische Institution quasi ursprünglich darauf ausgerichtet, Autorinnen und Autoren und alles, was mit der Bibliografie hat, zu tun hat, zu klassifizieren. Aber wir sehen, ich finde da durchaus auch Gawain. Das ist jetzt hier eine Sagengestalt. Also es ist natürlich unter Beruf, sieht man noch die ursprüngliche Herkunft des Ganzen. Wir haben aber zusätzliche Informationen. Also wir können jetzt nicht nur direkt Gawain identifizieren. Wir haben jetzt auch andere Schreibungen des Namens. Da sieht man auch den französischen Kontext. Und wir können uns direkt auch angucken, wo Gawain behandelt wird in den Publikationen. Es gibt aber natürlich auch weitere Ressourcen, die jetzt eher minimalistisch ausgerichtet sind. Und ein Beispiel, das hier weiter zu explorieren, wäre die Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank. Und hier sieht man eine unglaubliche Namensvielfalt, die sich ergibt aus der zugrunde liegenden Textsammlung.
Und gleichzeitig findet hier auch eine Verknüpfung zu einem Begriffssystem statt, sodass man auch eine relativ mächtige Suche hat. Man sieht hier auch, dass alle Formen enthalten sind. Das heißt, es wird hier aufeinander gemappt, sodass es egal ist, nach welcher Schreibung ich zum Beispiel suche, und ich bekomme direkt diese gesamte Vielfalt angegeben. Es gibt noch weitere Möglichkeiten. Also das hier wäre der Eintrag zu Gawain in Wikidata, der damit also auch assoziiert werden kann. Und dieses Angebot kann man jetzt vielleicht so ein bisschen zwischen beiden einordnen. Ich habe es hier mit dazu genommen, weil man zum einen da noch weitere Informationen bekommen kann. Also da sind auch klassifiziert die Eltern von Gawain, seine Geschwister, auch in welchen anderen Werken er als Figur auftritt. Als Stereotyper Artus-Ritter gehört er natürlich zu diesem Personal, das immer wieder da Verwendung findet. Und vor allem gibt es hier die Möglichkeit, sich auch aktiv zu beteiligen. Also das heißt, man kann sehr niedrigschwellig weitere Informationen mit eingeben und so dieses Wissensnetz weiter verdichten. Es gibt auch eine über den Reasonator eine weitere Ansicht, die dann auch gleichzeitig noch stärker auf Informationen aus Wikipedia zurückgreift. Also man sieht jetzt oben verschiedenste Sprachen, die geholt werden aus den unterschiedlichen Wikipedia-Einträgen. Und hier bekommen wir dann also noch viel mehr Informationen hinzu. Jetzt haben wir schon angedeutet, dass das Annotieren dazu führt, Dinge explizit zu machen. Das ist mit Einschränkung richtig, also da muss man ein bisschen unterscheiden, denn das Annotieren an sich ist nicht gleichbedeutend mit dem Explizieren, denn ich habe eben schon erwähnt, eigentlich handelt es sich hierbei um eine Möglichkeit, es für den Menschen transparent zu machen, aber es handelt sich informatisch gesprochen zunächst einmal um eine implizite Semantik. Also das bedeutet, der Computer kann mit dem Name-Element erstmal vielleicht gar nicht so viel anfangen. Also erst das Einbinden von weiteren Informationen macht das dann produktiv. Und diese explizite Semantik erreicht man gemeinhin mit RDF, also dem Resource Description Framework, das eine tragende Säule des Semantic Web ist. Und das basiert auf einer ganz einfachen Subjekt-Prädikat-Objekt-Aussagen, also sehr linguistisch geprägtes System. Und für das Beispiel von eben könnte das jetzt so aussehen, also die Dinge, die da annotiert waren, würden bedeuten, Parzival besitzt ein Pferd, Parzival ist eine Person, Parzival wird identifiziert von dem Namen, also einem String Parzival, Ingliat ist ein Pferd, hat auch dann wieder einen zugewiesenen Namen, Parzival ist ein Teil von Parzival, und dadurch, dass wir das jetzt vielleicht angereichert haben mit Normdaten, können wir aufgrund dieser hinterliegenden Ressourcen beliebig viele weitere Triples quasi daraus generieren und so automatisch weiter anreichern. Also wir wissen dann auch, dass Gawain ein Teil von dem Werk Parzival ist, dass Wolfram von Eschenbach der Dichter ist und so weiter und so fort. Diese Technologie ist en vogue, möchte man sagen, also die gemeinsame Normdatei öffnet sich immer mehr in diese Richtung. Es gab jetzt kürzlich einen Tweet, ich mache jetzt gleichzeitig Werbung für die Convention der GND, wo es eben hier diese Grafik zeigt, das Interagieren mit der Linked Open Data Cloud. Das Prinzip basiert natürlich darauf und ist sehr stark darauf angewiesen, dass diese Daten frei zur Verfügung stehen und auch nachhaltig sind. Und damit kann man dann natürlich ein weiteres Potenzial erreichen und vielleicht auch für die Forschung produktiv machen. Also Sie sehen eine Reihe von Projekten, die sich mit dieser Technologie befassen. Es gibt viele mehr. Ich habe es hier nur exemplarisch angedeutet. Ich möchte aber nochmal zurückkommen auf unser Ingliat-Beispiel und jetzt ein bisschen noch darüber hinausgehen, also im Sinne von Long Data, denn das, was wir bisher gesehen haben, ist eigentlich ein reines Anreichern mit Normdaten, was dann schon in diese Richtung geht. Aber vielleicht ist es für die Forschung notwendig, noch einen Schritt weiter zu gehen.
Und hier soll es also um Kontextualisierung gehen und das Anreichern mit Weltwissen. Dafür ist es wichtig, dass ich, wenn ich jetzt mich mit diesem Vers, mit den kurzen Ohren Ingliad beschäftigen will, dass ich genau diesen Vers auch referenzieren kann. Das ist bei einem Versroman, hat man zumindest schon mal eine Versnummerierung, mit der man arbeiten kann. Dann hat man zumindest schon mal genau den Vers identifiziert. Wir haben außerdem schon bestimmt, dass es hier sich um ein Pferd handelt. Was noch fehlt, ist, was hat es mit diesen kurzen Ohren auf sich? Also was macht man mit so einer Information, die man zwar versteht, aber vielleicht nicht völlig erfasst, was damit gemeint sein könnte? Und da gibt es einen Fund, nämlich hier in der Handschriftenseite, die ich hier mit eingeblendet habe. Das ist eine weit verbreitete Naturgeschichte aus dem 14. Jahrhundert, also Konrad von Megenberg. Und dort gibt es einen Abschnitt zum Pferd, hier markiert, an welcher Stelle das steht. Und das lautet: Wenn rösche Pferde haben kurze Ohren und dräge Pferde haben lange Ohren. Also das heißt, da erfährt man direkt, dass lange Ohren offenbar eher für träge Pferde gelten. Also vielleicht ist das eine Eselsassoziation oder so. Und dann müsste man natürlich noch verstehen, was sind denn dann Röschepferde? Das ist ja jetzt das, was uns hier an dieser Stelle interessiert. Und das ist vielleicht auch nicht so ganz durchsichtig, weil da gibt es natürlich auch Ressourcen, die man hier mit einbinden könnte. Ich habe jetzt hier das mittelhochdeutsche Handwörterbuch von Matthias Lexer hinzugezogen. Und da haben wir einen Eintrag Rosch oder Rösch oder Rösche. Und bei lebenden Wesen heißt das, es ist also besonders schnell oder munter und frisch, also offenbar das Gegenteil von dem trägen Pferd. Also auf diese Art profitiert man von diesem hinterlegten Wissen und führt Informationen zusammen, die wiederum einen Mehrwert generieren und zu neuen Lesarten führen können. Das war jetzt ein Beispiel, um das mal ein bisschen vor Augen zu führen und vielleicht die Motivation hochzusetzen, dieses Wissen mit anzureichern. Und jetzt komme ich kurz noch auf die Digitalität als Vermittlungsinstanz. So wollt ihr die Regel recht verstehen. Durch die digitale Verfügbarkeit und offene Zugänglichkeit ist es ja überhaupt erst möglich, die Erschließung textueller Zeugnisse systematisch und kollaborativ voranzutreiben. Um beim Parzival zu bleiben, ich passenderweise auch noch ein kleines Beispiel aus Darmstadt. Dort hat die ULB auch bewahrt ein Fragment des Parzival, das man hier unten in seiner Vollständigkeit, sofern man das für ein Fragment sagen kann, sehen kann. Also man sieht, es handelt sich um eine Einbandmakulatur, das heißt, es ist relativ stark beschädigt. Man sieht, es ist beschnitten und auch wenn es jetzt so klein ist, kann man, glaube ich, sich einen ganz guten Eindruck verschaffen. Und dieses Fragment haben wir gemeinsam im Rahmen eines Seminars transkribiert und anschließend in TI-XML aufbereitet. Es gibt ein dem zugehöriges Fragment in Nürnberg, das haben wir auch gleich mitbearbeitet. Und hieran kann man vielleicht ein bisschen schön sehen, also diese Arbeit am Digitalisat über das gesamte Semester hinweg funktionierte ziemlich gut. Also mit den erwähnten Möglichkeiten, den Kontrast schärfer zu stellen oder zu zoomen und diese ganzen Hilfsmittel in Anspruch zu nehmen. Was aber passiert, es bleiben immer so ein paar, oder müssen nicht, aber in diesem Fall war es so ein paar Zweifelsfälle, für die es dann vielleicht doch hilfreich sein kann, das Original zu konsultieren. Also jetzt an dieser Stelle sieht man, da oben auf der rechten Spalte eine Zerstörung. Da kann man jetzt so erstmal nicht unbedingt entscheiden, ist das jetzt ein Tintenfleck oder sind das Löcher. Ich glaube, in diesem Fall sind das wirkliche Zerstörungen. Und so etwas oder auch einzelne Zeichen, die man vielleicht nochmal überprüfen muss, dafür wäre es vielleicht doch gut, das Original zu konsultieren. Und auch das haben wir getan. Also das war dann quasi ein netter Abschluss des Semesters, in dem es uns unsere ULB auch ermöglicht hat, das Fragment aus dem Tresor uns zur Verfügung zu stellen. Und daran konnten wir dann natürlich nochmal diese Zweifelsfälle prüfen. Es ist aber natürlich
schon auch mehr als die Summe der vorhin erwähnten Mehrwerte, also das, was Benjamin die Aura des Originals nennt. Also natürlich auch etwas Besonderes und nicht Alltägliches, mit so einem alten Zeugnis zu interagieren. Die Digitalität ermöglicht hier einen neuen und gemeinschaftlichen, also gesamtgesellschaftlichen Zugang auf unser kulturelles Erbe, der viele Perspektiven verspricht und das ohne die philologische Bodenhaftung zu verlieren. Zusammen mit dem Bild des eingangs erwähnten Vogelstrauß danken wir damit für Ihre Aufmerksamkeit.